Hallo und willkommen zurück, meine lieben Freunde. Ich bin's, euer O. Zurück mit ein wenig Husten. Okay, wir haben zu wenig Zucker gesehen gerade. Ich habe gerade aufgedreht wieder und habe mich ein wenig umgeschaut vom Start. Weil durch das, dass ich jetzt viel Husten hatte, ich technisch. Okay, wir können. Nochmal da. Außerdem werden wir versuchen. Ah, da haben wir viel zu holländisch. Bist du irre? Brauchen wir nicht mal Schiffe? Also fragt auch. Wie viel zu eigentlich? Wir produzieren 1100 und wir brauchen 2700. Bist du irre? Wir brauchen mehr Zucker. Mehr Zucker. Haben wir genügend Convoys? Das ist doch klar. Ja, britischen Markt auch noch. Und vom portugiesischen Markt. Schauen wir mal, was passiert. Trade Routes 75. Ah ja, und jetzt geht's rauf. Immer pro Woche oder wie? Ah nein, da ist es. Sehr gut, sehr gut. Weil das nicht brauchen kann. Ja, wir haben hier noch immer diesen Aufstand in Montenegro. Wir haben ja jetzt mehrere Dinge gemacht. Wir bankrollen. Warte mal. Was können wir machen? Kanada. Was? Revolutionaries. Ach so, na, Sardinien Pin. Ja, wir sind voll, oder? Vielleicht auch nicht. Wieso habt ihr nicht alles unter Kontrolle? Ihr seid viel stärker als die Typen. Ladet einfach an und bringt sie um. Naja, okay. Soll sein. So, was wollt ihr? Pick und Bett, das wollte ich mal anschauen, wo ich das machen kann. Nämlich auch eine Operation dafür. Aber keiner von denen hätte das Geld gerne. Schleswig. Danzig. Ja. Ganz, so, Defensive Pact haben wir mit Sardinien, Toskana, Modena und Württemberg. Und die würde ich gerne zum Hauptpart machen.
Aber wir haben noch keine Obligation von euch. Auch nicht von euch. Und auch nicht von euch. Wir zahlen an Modena, Toskana, Württemberg und Montenegro. Ah, Montenegro, stimmt. Da war doch noch was. Gewinnen wir mal den Krieg und ich glaube, dann geht's mit denen, dass wir sie verraten machen oder so irgendwie. Schauen wir mal. Das würde uns einiges an Influence-Punkte bringen. Was tust du da, René? Wir könnten Nage controllen, aber Nage, das ist schon ein Teil von unserer Einflusssphäre. So, wir könnten aber tatsächlich noch andere Gebiete in unsere Einflusssphäre bringen. Ich meine, wirklich gern will ich Persien bringen, aber Persien ist so heftig. Viel Infamy. Dass das irgendwie vielleicht ist. Vielleicht könnten wir mit Makran anfangen. Ah, Oman hat da schon ein Gebiet. Das hat man von denen nicht verlangen, weil sie cooperative sind. Die haben nur 0. No possible. Automatic Play, warum nicht? Keine Diplomatic Plays? Wieso kann ich keine Diplomatic Plays machen gerade? Weil ich im Krieg bin, kann das sein? Wahrscheinlich. Aber das gehört in Yoruba. Okay. Und in Hausarbeit. Ha! Obligation from Württemberg. Yes. And stop bank. Und making to protect rate. Ha! Nimm das, Württemberg. Nehmen Sie es an. Trashing Machines. Okay. Steam Power Trasher Machines. Ah. Metre. Okay. Wollen wir das gleich einbauen vielleicht? Das hätten wir schon lange, wir hätten da zumindest die Arbeit machen können. Ja. Wir brauchen weniger Arbeit, wenn wir das machen. Das heißt, wir machen das einmal. Also da machen wir mal. Machen wir mal überall Harvesting. Und dann lasst uns schauen, wo wir keine Arbeiter mehr haben. Kann ich das irgendwie da feststellen? Steiermark zum Beispiel. Es gibt hier keine Arbeiter mehr. Tirol zum Beispiel.
Ja, die Preise für Tools und passt noch. Haben die Arbeiter? Ich glaube schon. Lower Chip. Die auf jeden Fall, die brauchen mehr, weil die haben ja viel. In Tirol haben wir gar keine, oder wie? Dalmatien, die Arbeiter auch ausgegangen. Kroatien auch. Mhm. Machen wir das so. Wo sind die? In Sandipar? Ja. Können wir bitte publicly traded machen? Und wir können mehr Zucker machen. Und Fertilizer einsetzen. Da auch. Wenn ich Fertilizer einsetze, kann ich mir das leisten? Nein, die Fertilizer sind dann unendlich teuer. Machen wir es trotzdem. Mal. Können wir bei den Chemical Plants ein bisschen was dann noch? Wir können mehr. Die wollen wir sowieso, weil wir brauchen auch Explosives. Passt. Und wir produzieren mittlerweile so schnell. So Socialist Demagogue. Valentin Rüdiger of the Rural Folk as a communist is rapidly gaining popularity among the people. The radical socialist message of equality espouses is proving especially appealing to the lower classes. Okay, radical. Socialist Demagogue protestiert plus 5 Rarity. Ja gut, aber die Lower Classes sind eigentlich relativ gemischt, weil die können eh nicht wählen. Was ist jetzt Württemberg? Die United States wollen einen Defensive Pact. Uark. Wollen wir das? Frage ich mich. Ah, sie haben angenommen. Ich habe das nur hier gekriegt. Interessant. Wollen wir das oder nicht? Ich meine, die United States sind grundsätzlich ja jetzt nicht schlechtes. Aber was bringt? Wollen da drüben sowieso keinen Krieg führen? Nein, wir lehnen das ab. Viel lieber hätte ich einen Defensive. Ja, wieso willst du keinen Defensive? Mark. Was mit Baden? Du willst einen Defensive Act? Dann machen wir für dich auch Bankrolling. Wieder auf Bankrolling, was sagt ihr? Wie ist das bei euch? Na, ihr sollt erst einmal euren Unabhängigkeitskrieg gewinnen. Parma hingegen. Was wenn ich das mache? Na. Noch nicht.
Schauen wir mal, der Defensive kostet ja jetzt auch was. Nämlich 150, oder ich will das 90 nicht schreiben. Was? Defensive Pack? Ja, gerade eben hast du mir noch gezeigt, was du ihn machen würdest. Du Wappler. Lions. Solve Obligations. Montenegro, Skandinavien und Avat. Okay. Ah ja, stimmt. Skandinavien haben wir eine Obligation. Gut. Du. Making to protect raids. Pass. Infamy. Confirm. Noch ein Protektorat in unserer Umgebung. Kann ich euch eigentlich endlich integrieren? So, was kann ich mit euch machen? Wir haben eine Obligation. Kann ich das auch machen? Nein, ist jetzt abzusehen. Minus 62, minus 112. Okay, gut, das war abzusehen. Ich meine, wir können natürlich Improved Relations machen mit euch. Machen wir mal das. Warte mal, aber den Bankroll mit Montenegro können wir uns jetzt sparen. Ha. Diplomatic Clay started. Und zwar Revolutionary Cuba und Spanien. Und Spanien ist eh schon links, ist eh schon in einer eigenen Revolution. Spanien, was ist für euch? Strength in the Nation. Conservative Agenda. Wäre schon wenig mag. Die Revolution. Los, Revolution. Was an. Ich besetze für dich Spanien. Wenn du möchtest. Oder auch Cooper, wenn sie ist. So, schauen wir mal. Haben wir da noch irgendwas Interessantes? Unification. Interessiert uns. War in the Mud. Austria. Usage. Oh, wir können ja schon lange auf Trench Infantry umstellen. Gebäude. Development. Wenn ich alle auf Trench Infantry umstelle. Not enough qualifications. With stuff barracks. Oh shit. Das klingt gut. Ich brauche 275 Munition dafür. 275 Munition. Schauen wir mal. Munition machen wir 130 plus. Ja, okay, das sollte aber nicht so schlimm sein. Ein Minus, also ein Plus Kostenbereich, aber vom Prinzip her sollte das funktionieren. Da könnten wir auch auf Messenger umstellen. Gib mir Offense, braucht Rubber und Tools.
Difficulty Resort gehen, schauen wir mal. Rubber, wie viel wir gehen. Wo ist Rubber? Zucker. Ah ja, jetzt haben wir plötzlich zu viel Zucker. Vorhin haben wir zu wenig gehabt. Was ist das? Gold? Ich sag, es produziert einfach nur Geld. Wo ist Rubber? Brauchen wir Rubber noch nicht? Ah doch, da. 7 Rubber zu viel. Wir produzieren 500 und wir brauchen 490. Puh, das ist schon ziemlich viel. Dennoch. Es würde sich ausgehen. Mal daher und machen wir das. Eigentlich egal, oder? Weil die setzen wir eh nie ein. So, na dann schreit sich sicher jetzt gleich was. Schauen wir mal. Und Rubber ist weit oben. Okay. Importieren wir mal einen Teil davon. Wenn geht. Skandinavien. Außerdem expanden wir die Rubber Plantation. Zanzibar, da haben wir allerdings keine Peasants mehr. Das heißt, in Zanzibar werden wir alles, was nur geht, umstellen auf menschenschonend. Rail Transportation, Automatic Irrigation. Logging Camps. Stations. Da haben wir auch eine bessere Methode. Ich glaube, Transportation haben wir mehr als genug. Engines hingegen könnten problematisch sein. Coffee. Minute Farm, da haben wir schon umgestellt. Cotton Plantation. Banana Plantation. Plantation. Zucker. Livestock haben wir keine. Subsistence ist auch gut. Okay. Railway, kann man da noch irgendwas verbessern? Government Run am besten. Machen wir mehr Transportation. Naval Base bauen wir. Brauchen wir echt nicht hier. Wollen nach Europa kommen. So, was haben wir hier? Hier haben wir noch eine Revolution in Spanien. Ist sehr lustig. Philippinen dieses Mal. Was ist mit euch? Sind auch
Welt related. Yes. Passen auf eurer Seite. Auf der Seite der Revolution. Mhm. Weil es nämlich keine Revolution ist, sondern eine Konterrevolution. Das sind die einzig guten Revolutionen. Mhm. So, wir lassen drauf eine Woche. Schauen uns den Markt an. Schaut aus, Burschen. Essen brauchen wir. Elektrizität brauchen wir. Nona. Brauchen wir in großen Maßstab. Also brauchen wir eh schon 5. Wir kommen gar nicht nach mit Bauen. Wie viel auch? Ich bin mir nicht sicher, wie Noah Egypt das machen will. Stahl geht uns auch schon wieder aus. So viel Überschuss gehabt mal. Mhm. Hardwood. Schauen wir mal, können wir das noch importieren? Nicht wirklich. Achso. Produktivität. Markt. Das Problem ist 600. Mit den 30, mit den 50, die wir da exportieren, jetzt nicht wirklich getan. Böhmen, Stesien, muss man das eigentlich nicht machen. Nordtranssilvanien, sagen wir mal, voll. Und Spanien ebenfalls. Ja, okay. So, von denen Wein. Wir brauchen Wein. Ich finde das beim Gekisch eine Fabrik. So, das können wir natürlich auch in Gebieten machen, die jetzt nicht so. Sind. Die wir normalerweise eher ignorieren mit Aufbauten. Weil dort arbeiten keine super intelligenten Leute. 2000 fehlt uns. Gut. Was ist das aus? Brauchen wir echt nicht. Waffungen. Artillerie. Mhm. Wir wollen es nicht zu teuer haben, weil sonst sind uns die Kasernen zu teuer einfach. Gut, schauen wir mal. Ein Protektorat von uns. Und du, ein Protektorat. Finde ich gut.
Catholic Church has expressed their concerns about government decisions clearly favoring the interests of industrialists. Ja, mei. Passiert halt, muss ich mal sagen. It needs to be addressed. Ja, ist mir wurscht. Polische Kirche ist mir echt egal. Ich kann nicht auf die Rücksicht nehmen, die in diesem Land. Ich meine, ich weiß schon, es ist die katholische Kirche und man sollte auf sie Rücksicht nehmen, weil sie halt die katholische Kirche ist, aber... Ja, Mist, hätte ich doch wollen. Die Industriellen hätten besser verkraftet den minus 2 als die das minus 1. Ja, okay. Oft hast du Pech. Komm schon, Kuba, biete mir was an. Ich würde wirklich gerne einschreiten in diesen Krieg. Ganz ehrlich, ich würde gerne auf deiner Seite einschreiten, aber ich hätte ganz gern was von dir. Und super. Und Südsumer. Gummi gefunden. Ach, weh. Machen wir einfach. So, Mining Accidents. Mine in Slovakia has collapsed, trapping miners within the dark shafts below. The tale of the accident has made the tragedy a story across West Slovakia and the nation. This is a small price to pay for the march of industry. Okay. The outrageous abuse of the common man cannot continue. These mines are a blight upon men and countryside alike. Okay. Gut, jetzt schauen wir mal. Trade Unions sind wir minus 1. Plus nur wenig. Das Ende sind wir auf 8. Pro Volk minus 10. Immer nur plus 1. War das eigentlich? Wir machen trotzdem das, ist ja wohl. Mobilisieren wir diese Typen, mobilisieren wir und diese mobilisieren wir. Du, Freund, gehst an diese. Und du, mein Freund, gehst an die andere Front. Der dritte wird mal Spanien überfallen. Vielleicht machen wir das mit den Philippinen auch noch. Spanische Philippinen, Revolutionary Philippines.
Irgendwie wir das auch machen. Tut er? So, wie viele Frontabschnitte gibt's dort? Also gibt es mehrere. Ja gut, dann würde ich fast sagen 41 und 2 noch in Reserve. Du bist 101 und du arbeitest noch immer. Okay, weißt du was? Ich werde dich jetzt retiren. Und dann werden wir Folgendes machen. Wir recruiten einen neuen. Noch einen Aristokraten. Reckless Arrogant. Oder von den Armed Forces. Experience Offensive Planner. Open Terrain, ja, das passt schon. Und weißt du was? Ich mobilisieren. Schicken dich gleich mal auf eine dieser Fronten. Das dauert ja noch länger. Da hier zum Beispiel. Da brauchen wir jemanden, der ihnen aushilft. Okay, was ist das? Preußen. A radical Preußen. Könnte es sein, dass Preußen wieder die Dings wechselt, die Seite wechselt. Dass wieder nach Brandenburg die Hauptstadt versetzt. Wird mich hier nicht. Warte. Konservativ, Defend the Borders. Was ist mit euch? Konservativ, Maintain Balance of Power. Das sind wir eh lieber sogar. Lean towards you. So, warte mal. Doch noch einen, wo ich eine Obligation habe. Avat. Wo ist Avat? Muss ich nur da umfahren, oder? Kann sein, dass ich denen mal die Dings gezahlt habe. Herak, Siam, Jambi, Tidor. Kann man sagen, ja. F. Avat. Okay. Da hier.
Ja, wisst ihr was, wir machen einfach das. Was soll ich mit denen dort machen? Wieso habe ich von denen eine Obligation gehabt, frage ich mich gerade. So, wir sind Raptor, aber wir haben den Infamy. Passt. An dieser Stelle, meine Herrschaften, bevor wir in den Krieg mit Spanien eintreten, wünsche ich euch einen schönen Nachmittag, Abend oder sonst was. Schlaft und träumt was Schönes. Bis dann. Tschüss.